Eine neue Folge Komm ins Gym, ihr Lieben. Heute in Flensburg, da fahre ich nämlich jetzt hin. Und wie ihr euch denken könnt, geht's zu Pascal. Viel Spaß mit dem Video. Kollege bleibt King. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Wir sind schon völlig im Arsch. Wir sind hier in Flensburg bei Pascal. Und ihr kennt das Ding. Jetzt wird erst Trainingssequenz eingespielt. Dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Interview. Also, viel Spaß. Ja, das Training war definitiv anstrengend. Ich habe mal eben 30 Kilo über den Plan gemacht. So auf spontan, entspannt. Kommt in den hohen Norden, hier sind 30 Kilo mehr. Gravitation zählt hier nicht oder so, keine Ahnung. Ja, wir sind auf jeden Fall noch richtig gut durch. Wir haben uns gedacht, jetzt direkt nach dem Training hier noch völlig verschwitzt und versifft, setzen wir uns hier mal hin. Und wie üblich habe ich auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Und zu dieser Folge mit Pascal dachten wir uns, wir machen mal eine XXL-Folge. Und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch den jungen Mann hier noch nicht kennt, würde ich sagen, stell dir das mal vor, Pascal, sag doch mal, wer du so bist, was du so tust und dann starten wir mal rein. Hallo, ich bin Pascal, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Powerlifter und YouTuber und das ist auch mein Hauptberuf, also YouTuber nicht, weil durch YouTube verdiene ich gar kein Geld, aber YouTube ist mein Hauptmarketingkanal und viele erkennen einen dann in dieser Rolle. Ja, und sonst noch was Wichtiges, hast du irgendwie was Spezielles? Ja, kannst du ja mal erzählen, so wie du zu dem Sport gekommen bist, okay. So ein bisschen deine Trainingshistorie, weil die wurde jetzt nicht als Frage gestellt, aber die ist mal schon ganz interessant eigentlich. Ja. Ich muss dran denken, das Mikrofon auch da einzuhalten, wer redet, ne? Perfekt. Ich habe damals American Football gespielt, als ich jünger war, mit 17 angefangen. Und um stabiler zu werden, weil ich halt echt ein extremer Lauch war, so mit 75 Kilo, na gut, so, also es gibt krassere Lauche, aber ich war halt chubby und einfach nur skinny fat. Und das hat mir für American Football nicht gereicht, weil du kannst nicht viel den fetten Leuten entgegenbringen, wenn du halt einfach ein Lauch bist. Und entsprechend musste ich ein bisschen Gewicht drauflegen, bin ins Gym gegangen, bin dann von meiner Schule, auf der ich damals war, geflogen. Das heißt, ich hatte auf einmal sehr viel Zeit und war sehr viel im Gym und habe dann auch relativ schnell relativ viel zugelegt, was im Football natürlich sehr gut war. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Während der Bundeswehr in meinem letzten Jahr habe ich, glaube ich, aufgehört, Football zu spielen, weil ich weggezogen bin und bin aber einfach im Gym geblieben, habe weiter trainiert. Dann habe ich natürlich so Bro-mäßig, Bodybuilding-mäßig trainiert und als ich dann irgendwie mir das nicht gereicht hat, so bromäßig zu trainieren, weil irgendwie erfüllt es einen halt nicht, wenn man nichts anderes mehr macht. Es ist halt einfach kein Hobby für mich gewesen, sondern einfach nur so Zeitvertreib. Habe ich mir einen Bodybuilding-Wettkampf gesetzt. Das war so mein Ziel 2014. Dann habe ich mich gepreppt für so einen Bodybuilding-Wettkampf, runtergeschreddet. Und danach war ich wieder so lost und wusste nicht genau, was ich machen soll. Sportlich mal zusammengefasst, das war dann im Studium. Und als mein Studium langsam zu Ende ging, war es dann so, dass ich halt auf Lars, also Lift You Up, auf meinen YouTuber gestoßen bin, der mich zum Powerlifting irgendwie inspiriert hat. Damals war ich noch so Bodybuilder und wollte auch nochmal einen Wettkampf machen. Und dann bin ich so infiziert worden mit Powerlifting. Und seither mache ich Powerlifting. Das war 2016, da habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht mit 97 Kilo.
Hab ich 670 total gemacht. Im Folgejahr bin ich dann mit 83 Kilo deutscher Meister geworden, mit 680 total oder so. Also ich habe 13 Kilo dann abgenommen in der Zeit. Das war das Gute, weil das hast du so vom Bodybuilding schon mitgenommen, dass du halt diäten kannst, so mehr oder weniger. Und danach bin ich wieder fett geworden und bin einfach fett geblieben als 93er. Und bin jetzt wieder bei meinen guten 95 Kilo und greife in der 93er an. Aber da habe ich noch keine nennenswerten Leistungen erbringen können, außer einen deutschen Rekord im Beugen. Aber ja, da chill ich jetzt. So sieht's aus. Ja, korrekt. Ich habe mich gerade gefragt, wo du das erzählt hast, 2014 Bodybuilding-Wettkampf und so, wann wir uns irgendwie so kennengelernt haben. Das war irgendwie so ein schwebendes Ding. So irgendwann in Hamburg, glaube ich. Ich glaube ursprünglich im McFit Othmarschen, dann irgendwann in Fit One. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also meine allererste Erinnerung an dich, ich war auf jeden Fall im Fit. War das schon Othmarschen? Oder im Fit One? Im Fit One kann ich mich erinnern, dass wir uns auch unterhalten haben. Und das war ja 2016, 15, 16, so Anfang 2016 irgendwie. Müsste das. Ja, nice. Ja, du hast es eben schon erzählt und da zielt auch die erste Frage direkt drauf ab. Und zwar, würdest du nochmal Bodybuilding-Wettkämpfe machen? Ach, ich sag niemals nie, aber aktuell nicht, weil Powerlifting ist halt so geil für mich gerade, dass ich das auf jeden Fall länger machen möchte. Und da es halt ein Sport ist, den du halt langfristig auch planen musst und gewisse Wettkämpfe immer wieder irgendwie einplanen, damit du da performen kannst, brauchst du halt einfach Zeit. Ne? Und wenn du Zeit brauchst, weißt du, das nächste Jahr ist erstmal nur für Powerlifting dedicated und viel weiter denke ich dann schon gar nicht mehr. Prinzipiell schon, weil ich finde, es ist eine geile Sache. Und mir fehlt immer noch eine Sache, und zwar Bodybuilding mal zu machen, wenn man mehr weiß über Bodybuilding. Mhm. Weil damals war ich komplett Bro und habe so Pute und Reis und habe mich unnormal gequält, low fat. War auch nicht, also in Endform, ich hätte wesentlich besser in Form eigentlich sein müssen. Es hat trotzdem. Das ist noch mal feine Form. Ich habe trotzdem gut abgeschlossen, so, aber ich habe eigentlich noch mal Bock, das wirklich auch noch mal zu kicken, so was geht. Das Ding ist nur, Bodybuilding hat sich extrem weiterentwickelt seither und ist halt richtig stabil geworden. Also in Bodybuilding, da kommst du nicht mehr damit weg, nicht gut in Form zu sein. Also die Leute sind so krass geworden in der GmbF und so, die Nettis, dass du halt, das war 2014 noch nicht so. Da konnte ich tatsächlich noch ein bisschen damit wegkommen, noch nicht ganz so krass zu sein. Naja, ja, prinzipiell ja, aber aktuell kann ich echt nichts dazu sagen. Powerlifting erstmal noch so weit. Arne macht das ja immer noch nach wie vor in Bodybuilding-Richtung, den kennst du ja auch. Und das finde ich auch so krass, also auch wie viel, also wirklich wie viel Gedanken er sich so wirklich ganz kleinteilig um seinen Plan macht und MRV, MEV und Alter, krank, wirklich krank. Du hast ja eben schon gesagt, 96 Kilo aktuell und so und bist dick und bleibst dick und so, bla. Passende Frage, vielleicht kannst du ja auch erraten, von wem sie kommt. Wann gehst du in die 105er? Das ist doch safe, Justin Friedrich oder Marc? Eher nicht Marc, wahrscheinlich Justin oder Friedrich. Wer war's? Friedrich. Ah, wusste ich doch. Bitte, ich gehe in die 120er. Und nimm dir alles weg. Das ist mein Ernst. Schneid kurz auf meine Augen. Das ist mein Ernst. Bitte. Es ist so, dass ich auf jeden Fall nicht die 93er verlassen will. Ich fühle mich da übertrieben wohl. Und natürlich kannst du immer stärker werden, indem du mehr Masse raufbringst. Mehr Masse kann mehr Masse bewegen. Das ist ganz simpel, aber das ist nicht mein Entwurf davon, halt stärker zu werden. Ich will stärker werden in meiner Gewichtsklasse schlussendlich. Und das habe ich schon sehr gut auf die Reihe bekommen. Da hatte ich mir natürlich auch den Arm gebrochen. Aber meine Wilks sind hochgegangen. Mein Gym-Total ist hochgegangen, auch wenn jetzt Corona-mäßig keine Wettkämpfe sind und ich es nicht irgendwie unter Beweis stellen konnte. Und ich bin nur daran interessiert, in dieser Klasse stärker zu werden. Das heißt, ich chill jetzt hier auf diesen 95 Kilo, 2 Kilo über meinem Wettkampfgewicht, damit ich immer wieder cutten kann in meinem Wettkampf. Ich werde nicht in die 105er gehen, wahrscheinlich nie. Also vielleicht irgendwann mal, so sagt niemals nie, wie beim Bodybuilding auch, aber ne. Und für diejenigen, die so ein bisschen hier in dem Sport sind, aber dich vielleicht noch nicht so kennen oder whatever, oder für die, die auch nicht im Sport sind, einfach nur mal so, um es einschätzen zu können, wo liegst du so aktuell von deinen Werten her? Also du hast ja von kurz über dein Total gesprochen, sag mal kurz, wie setzt sich das zusammen? Alles aus meiner Bank, nein. Also wir haben jetzt durch, also vor Corona war mein bestes Wettkampftotal 765,5 Kilo. Und das waren 92 Beuge, 180,5 Drücken und 295 Heben. Mhm. Und dann kam Corona. Und in Corona habe ich halt einen Mock-Meet gemacht. Da konnte ich 2 Kilo Total-PR aufstellen nur. Da habe ich 270 nur gebeugt. Also ne, ein riesen schlecht gebeugt. 192 gemenscht und 305 gehoben. Ich habe aber zwischenzeitlich, also mein Gym-Total, das ist ja das einzige Ziel, machen wir uns das vor, ne? Sind 292 Beuge, 192,5 Drücken und 317,5 Heben. Und das macht, glaube ich, 802,5 Kilo grad. Ja, in einer 93 Kilo Klasse. Also es war mit 95 Kilo Körpergewicht, aber mit einem Watercut, also in dem Bereich. Ne? Ja. Muss besser werden, kann ich dazu nur sagen. Jo, du hast ja erzählt, YouTuber, dies, das, machst das ja schon eine ganze Weile und hast ja auch eine, für die deutsche Powerlifting-Szene, möchte man sagen, eine veritable Reichweite. Da kam die Frage auf, wie du es geschafft hast, so korrekt und so authentisch zu bleiben bei diesem ganzen Social-Media-Game. Ah,
Was heißt denn veritabel, Mann? Das habe ich noch nie gehört. Naja, so ist halt umfangreich so. Es kommt aus Fear and Loathing Las Vegas. Wenn man sich einmal eine veritable Drogensammlung angesammelt hat, dann neigt man dazu, exzessiv zu werden. Irgendwie so ist das Zitat. Ah, das verstehe ich. Wenn ich es finde, blende ich sie ein. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchten. Aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. Bester Film, kennst du? Natürlich kenne ich den, aber ich, ja, der hat mich mit 17 dazu zu ein paar Exzessen motiviert. Egal, keine Ahnung, was, also ich verstehe die Frage nicht. Ich bin einfach nur ich geblieben. Das Ding ist nur, vielleicht kann man das mal so abgrenzen. Ich bin ja nicht, ich bin morgens aufgewacht, habe gedacht, ich werde YouTuber, geil. Sondern das ist so von einem zum anderen gekommen und ich hatte viele andere Dinge vor, bis ich dann gemerkt habe, dieses YouTube-Ding funktioniert, wächst. Und ich kann halt einfach jetzt auch so das Risiko gehen, mal zu versuchen, nur davon zu leben und mir halt ein Business drumherum aufzubauen. Das hat halt funktioniert. Von daher bin ich nie darauf angewiesen gewesen, irgendwie dieses typische YouTube-Ding zu machen mit Affiliate-Marketing, mit Sponsoren, weil ich das kacke finde. Ich weiß, man macht sich abhängig von anderen. Wenn es irgendwann mal eine korrekte Firma kommt, dann hätte ich auch Bock auf sowas, weil das immer gut ist, noch als ein zusätzliches Einkommen. Aber das Problem dabei ist halt immer wieder, dass die von dir Sachen wollen, auf die du prinzipiell vielleicht erstmal keinen Bock hast. Und was die, was also wofür ich interessant bin bei so einer Firma, ist, den Einstieg in Powerlifting zu bekommen. Ja. Die jucken sie nicht über meine Reichweite. Meine Reichweite ist nicht so gut. Da gibt es Leute, die haben viel mehr Reichweite. Ne? Aber ich habe eine sehr zielgerichtete Reichweite in den Bereich Powerlifting. Und da muss man sich halt fragen, will ich, dass in Powerlifting Leute jetzt auf einmal BCA-Werbung bekommen und dies, das, also was sie ja sonst kriegen. Aber muss ich mich jetzt da hinstellen und sagen, ihr müsst eher, muss ich nicht. Was braucht ihr? Kreatin? Höchstens so, viel mehr nicht. Whey, wenn ihr noch Protein reinbekommen wollt, muss ich jetzt aber dafür dann irgendwie jetzt die krasse Werbung machen und dies, das. Aber es sind tatsächlich extrem lukrative Angebote. Wir reden im unteren vierstelligen Bereich monatlich, so was ich dauernd ausschlage. Ne? Aber gut, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist alles dazu. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja auch absolut, sind ja absolut nachvollziehbare Argumentationswege, so in meinen Augen. Ich kann das verstehen. Etwas ernstere Frage. Hast du die Depression besiegt? Und wenn ja, wie? Und mit welchen Tools? Ja. Ich glaube, also die Form, die mit der ich eher zu kämpfen hatte, ist halt so einer chronischen Art. Das bedeutet, sie ist halt immer mal wieder da und zwar mal stärker und mal weniger stark. Deswegen kannst du halt nie wirklich vom Besiegen sprechen, so mehr oder weniger. Du kannst aber immer davon reden, diese Phasen, wo sie weniger da sind, länger zu bekommen und vielleicht auch nie wieder eine Phase hochgeht. Ne? Das ist ja immer so das Ding. Die Wahrscheinlichkeit, dass übrigens jeder Mann und auch bei den Frauen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, während seines Lebens einmal eine Episode erlebt, ist relativ hoch. Also die meisten, die hier zuschauen, werden wahrscheinlich mal sowas erlebt haben. Und daher, also da es halt so chronische Art ist, kannst du halt wahrscheinlich nie sagen, dass du es komplett besiegt hast. Aber ich muss sagen, seit mindestens 2 Jahren lebe ich extrem stabil damit, seit ich nach Flensburg gezogen bin ungefähr. Und Tools sind halt, wenn du merkst, dass du sehr viel Stress ausgesetzt bist, dich selber auch zurückzunehmen. Ganz wichtiger Punkt, nicht jedem und zu allem immer Ja sagen. Ich bin so ein Typ, ich konnte immer sehr schwer Leuten auch Nein sagen. Dadurch kriegst du enormen Stress. So, hey, mach mal noch dieses Video, lass mal das machen, komm mal nach dahin, mach mal das. Und ich immer so, ja, wir machen das alles. Zu lernen, einfach Nein zu sagen und sich selbst so zurücknehmen zu können. Dann halt einfach der Rahmen, in dem man eingebettet lebt. Ne? Ich habe eine Freundin und wir haben zusammen 2 Kinder. Wir leben schon seit fast 10 Jahren zusammen. Das gibt enorme Stabilität. Es gibt einen festen Ablauf. Du liegst nicht abends im Bett und machst dir Gedanken oder tagsüber und fragst dich, was du mehr machen kannst, weil du immer was zu tun hast. Und immer was zu tun haben, ist richtig hilfreich. Und damit lenkst du dich natürlich irgendwo auch ab, aber du gibst ja auch deinem Leben wieder Sinn zurück. Und das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was soll ich überhaupt tun? Wo soll ich mit meinem Leben hin? Und das führt ja dazu, dass man vielleicht auch Gedanken hat, bei denen man dann nicht mehr so zufrieden ist. Auch wenn Depression jetzt nicht bedeutet, dass du traurig bist oder so. Aber halt, wenn du abgelenkt bist, machst du dir nicht so viele Gedanken über andere Dinge. Ne? Und das hilft, sich einfach eine gewisse Stabilität ins Leben zu holen, sich zu verpflichten auch. Bei mir bei YouTube war es ja auch so, gleich von Anfang an, 2 Videos die Woche und die müssen immer kommen. Das heißt, es ist immer eine Verpflichtung, dem auch nachzukommen. Auch wenn es dir gut geht, schlecht geht, du versuchst dabei zu bleiben. Ne? Und das hilft halt einfach, diese Stabilität zu bringen. Ansonsten habe ich keine besonderen fancy Werkzeuge genutzt, Meditation oder was weiß ich. Ich habe einfach ganz normal mein Leben immer gelebt, aber du musst halt versuchen, sensibel zu werden gegenüber dir selbst, sodass du merkst, hey, die Zeit ist gerade so, kennst du das? Es läuft gerade zu gut. Ja, normal. Es läuft gerade zu gut. Irgendwas, ne, dass man dann sagt, okay, nimm dich ein bisschen zurück, wenn es zu gut läuft, weil dann kippt es bald. Ja. Aber das funktioniert und auch so Training macht Spaß, gibt einen Sinn, all diese Dinge. So stabiles Leben irgendwie drumherum. Ja, voll. Hast du das alles für dich selber entwickelt und erkannt oder hattest du irgendwie Unterstützung, entweder vom Umfeld oder, keine Ahnung, Ärzte, Therapeuten, irgendwas in die Richtung? Also
in der ersten längsten Zeit, in der es am schlimmsten war, gar nicht. Da habe ich einfach so damit gelebt und habe so gedacht, ja, keine Ahnung, ich bin einfach nur komisch. Und wenn ich jetzt zurückgucke, hatte ich auch so richtige Panikattacken, wo man eigentlich hätte schon so drüber nachdenken können, sich unbedingt in Hilfe zu besorgen. Aber ich war halt so, nee, ich brauche das nicht. Typische, ja. Ne? Durchs Studium dann hatte ich auch sehr viel halt mit Psychologen zu tun und auch mit Klinischen, dass man sich halt relativ viel so unterhalten konnte und habe halt immer mehr gemerkt, hey, was bei dir da so abgeht, ist halt auch nicht so ganz korrekt. Du müsstest halt mal gucken. Und da habe ich halt schon gesagt, okay, du versuchst jetzt schon, alles in die Wege zu leiten, gut damit zu leben, wie du halt einfach bist. Mhm. Und wenn du merkst, jetzt wird's hart, gehst du in eine Therapie halt einfach. Ne? So bin ich halt nie in eine Therapie gegangen. Ich war allerdings schon bei Ärzten auch und war auch schon bei Psychologen. So, also eine Diagnose gab es schon. Aber ich habe halt nie, wenn die dann gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt eine Therapie, die ist ja nicht so, weißt du was, ich glaube, ich kriege erstmal einen Teil hin. Und das hat halt gut funktioniert. Aber das kann ich absolut nur für mich sagen, würde ich wahrscheinlich niemandem so empfehlen, weil ich halt einfach meine Situation gut einschätzen konnte und wusste halt diese, also ich habe ja auch Psychologie studiert, entsprechend ist eine gewisse Awareness für dich selbst auch da, dass du dich selbst auch anders siehst. Leute sagen ja immer, ja, ich brauche da nicht hin. Ah, komm, ich kriege das hin und kriege es halt nicht hin. Aber wenn du halt merkst, okay, ich kann mir jetzt Stabilität in mein Leben bringen und das hilft mir, kannst du das vielleicht besser reflektieren. Ne? Also Empfehlung immer, auf jeden Fall Hilfe suchen. Für mich hat es allerdings tatsächlich so gut geklappt. Also immer mit sehr viel Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber und auch den, also auch so Datenlage. Ich habe die ganze Datenlage praktisch studiert, auch was so Ernährung angeht, was ja auch ein wichtiger Faktor oft ist. Ne? Und schaue halt auch immer, dass ich meine Omegas drin habe, nicht, dass die jetzt Depression heilen oder so, aber es ist tatsächlich so, dass für die Gehirngesundheit gewisse Nahrungsmittel halt helfen und auch das Magnesium-Level immer gut zu halten. Also ein Kram einfach anzulesen, sich anzueignen und noch mitzuhelfen. Plus eine Therapie wäre so das Beste zu machen. Ja. Krass, ja. Auf jeden Fall, vielleicht kann man jetzt mal so ein bisschen auf gutmenschartmäßig hier was sagen, was aber ernst gemeint ist. Wenn ihr da irgendwie Struggle habt, irgendwie Stress habt oder so, sucht euch da Hilfe. Ich weiß nicht, kennst du irgendeine Anlaufstelle für sowas? So unglaublich viel. Es gibt eine gute Website und Instagram mit Depression leben, irgendwas. Ich habe den noch, ich weiß nicht mehr genau. Gemeinsam oder irgendwie so ein Kram. Also Google, hau einfach in Google rein und du siehst sowas und ruf da, es gibt ja alles. Anonyme Stellen, wo du anrufen kannst, du kannst irgendwo hingehen. Hilferinge, die das halt für dich also umsonst anonym machen, wo du nicht zu einem Arzt musst, wo du vielleicht eine gewisse Distanz hast. Alles Mögliche, aber einfach Gespräche suchen ist gut und auch mit deinen Angehörigen, also einfach anders. Yes, gutes Wort, denke ich, dafür. Passend dazu, ich denke, du hast es ja eben eigentlich schon gesagt und das ist auch fast selbsterklärend, aber beschäftigst du dich noch mit Philosophie und Psychologie? Ja, aber nicht mehr so wirklich. Also schon seit über einem Jahr nicht mehr. Also beschäftigen ist halt immer so ein Ding. Du hast ja immer wieder philosophische Problemstellungen im Leben. Besonders wenn so Zeit wie Corona kommt. Das heißt, Philosophie zu betreiben ist praktisch sowas wie ein Handwerk, was du halt einfach immer und überall machst und anwenden kannst. Ne? Da kann man nicht sagen, so, hey, du musst auch Philosophie machen, ist nur Hegel lesen, ist völliger Quatsch. Philosophie machen ist auch, wenn du dir über Corona Gedanken machst und über die Verpflichtungen, die du jetzt vielleicht moralisch hast, das ist schon Philosophieren. Es ist aber nicht so, dass ich bin ja auch nicht mehr an der Uni oder so, dass ich mich halt hinsetze und aktiv irgendwo reinarbeite, sondern so, dass man merkt halt viel. Gleichzeitig merkst du natürlich auch, wenn du dich nur so oberflächlich damit auseinandersetzt, deine eigenen Biases merkst du halt auch relativ schnell, dass du so halt so merkst, ich glaube, ich weiß viele Dinge schon, weil ich habe ja das mal studiert vor 3 Jahren. Ich nenne das immer den Simon Teichmann-Effekt. Ehre genommen! Und da musst du ganz vorsichtig sein, wenn du auf einmal auf Ideen kommst, nochmal irgendwelche Experimente aus, das Stanley-Experiment auf Corona übertragen zu wollen. Bruder, ganz vorsichtig dabei sein. Also diese Reflexion musst du schon haben, wenn du ein stabiles Studium abgeschlossen hast, dann solltest du wissen, wenn du 5 Jahre raus bist, dann bist du auch nicht mehr auf dem Dampfer. Und das bin ich halt in dem Sinne dann irgendwo auch nicht mehr, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Aber ich beschäftige mich endviel mit Paulfing aktuell, sodass ich halt so Psychologie-Kram, so Philosophie-Kram einfach steht so außen vor. Ja. Ich lese nicht mal aktuell seit mindestens ein paar Monaten, dass ich irgendwie keine Zeit dafür habe oder mich nicht motivieren kann. Nice. Ich hoffe, du hältst sowas drin. Also safe. Für mich alles gut. Ja, für mich auch. Ich habe gerade schon überlegt, ob das in den Titel kommt. Der Simon-Teichmann-Effekt. Ja, Pascal über den Simon-Teichmann-Effekt. apropos Simon-Teichmann, was ist für dich cringe? Oh, ich weiß echt nicht. Ich bin übelst tolerant und übelst offen. Ich finde halt echt, weiß echt nicht, Digga, ohne Spaß. Cringe war letztens, ich habe ein Bild gepostet von meinen Waden, Roast My Calves, und da waren halt ein paar Kommentare halt schon cringe. Zum Beispiel auch von Justin. Leute, die halt versuchen, witzig zu sein, außerhalb ihres Komfortbereichs. Das ist mal oft cringe. Justin hat geschrieben, meine Waden sind sogar kleiner als mein unterentwickelter Genitalbereich. Das ist halt kein Roast. Das ist halt einfach nur Trash Talk. Das ist cringe. Ja, weiß nicht, sowas und keine Ahnung, was sonst so cringe.
echt nicht so viel. Also ich bin da echt, ich habe echt ein dickes Fell, was das angeht, weil mich juckt auch so viel nicht, was andere machen. Und deswegen cringet man dann auch nicht, weil man sich halt denkt, what the fuck, Bro, und dann hast du es schon wieder vergessen. Ja. Also, weiß nicht. Passt zu deinem, oder zu dem wichtigsten Skill, wo ich dich letztens nach dem wichtigsten Skill gefragt habe und gesagt hast, ja, halt Selbstwirksamkeitserwartung so, dann, wenn man halt mit sich selbst cool ist so, dann ist halt wenig cringe. Verstehe ich voll. Mann, ganz komischer Sprung. Würdest du Sascha adoptieren und wird er dann endlich stark? Ja, wenn er mir verspricht, nicht mehr aufzuhören, machen wir das. Bruh. Ja, aber er macht irgendwie richtig viel RDL, so 220 Kilo für 4 oder so. Was war los eigentlich, ja. Keine Ahnung. Das Ding ist nur, RDL fehlt halt auch so ein Stück bis zum Boden, ne? Zum Glück ist RDL keine KDK-Disziplin. Ja, nö. Also ja, ja, würde ich. Gerne, komm her. Du darfst hier wohnen in der Halle, irgendwo, auf dem Ding hier. Da passt du auch auf. Wenn du Witz über Größe machst, Digga. Deswegen darf er nicht machen. Ist halt nicht cringe. Ich bin aber ein Sitzriese. Ich sehe nämlich bedeutsam größer aus als du, wenn ich hier neben dir sitze. Also nicht in der Kamera, weil da muss ich ja hier sitzen. Guck mal, wie groß ich bin, glaube ich. Ich sitze aber auch richtig wie Quasimodo gerade. Ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt hat. Burger King oder Subway? Subway natürlich, aber Burger King ist auch richtig geil. Vor allem Burger King liebe ich für eine Sache. Free Refill gibt es auch bei Subway. Aber bei uns gibt es diesen Automaten, wo du ganz viele verschiedene Sachen nehmen kannst. Du kannst, du kannst Cola, Cherry, Vanilla nehmen. Und das ist der, also Subway eigentlich nur im Kontext von, wir wollen ja irgendwie in Form bleiben. Deswegen geht's. Burger King 10 von 10, wenn Kalorien komplett keine Rolle spielen. Gute Antwort, Digga. Ich glaube, in den USA, da gibt es an diesen Automaten so Cola, Lemon, Ginger und solche richtig abgefahrenen Sachen. Das habe ich auch schon gesehen, aber das ist nicht mein Ding. Ginger überhaupt nicht, Digga. Das ist richtig lecker, Mann. Das ist richtig lecker. Menschenrechte. Letzte Frage, wie du hier offensichtlich siehst, auch da kannst du mal wieder raten, von wem die kommt. Derjenige, der sie gestellt hat, meinte, du weißt, von wem sie kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, von wem sie kommt. Wann ziehst du endlich Equipment an? Das war auf jeden Fall halt René, a.k.a. Elton, der Paul Finger Elton. Ja, René, bring mir mal wieder Equipment mit, dann, nee, ich zieh kein Equipment an. Das Ding ist, ich habe eigentlich Bock, auch mit René öfter, mal mit Equipment so zu testen. Das Ding ist nur, es passt halt nie ins Training rein. Ja. Aber wenn du mit der Attitüde rangehst, passt es halt nie ins Training rein, weil du halt immer in irgendeinem Trainingsblock gerade bist, wo irgendwas wichtig ist. Nächste Woche ist Deload, jetzt war die letzte Woche, wo ich das noch pushen wollte, weißt du. Entsprechend ist das halt irgendwo Quatsch, man muss es dann vielleicht irgendwann mal machen. Aber wir haben es ja schon mal gemacht beim Bankdrücken und ich habe auf jeden Fall noch mal Bock, mit Reps zu beugen. Ne? Und das ist ja eigentlich easy gemacht, da beugst du halt und machst halt Reps rum und guck mal, wie viel geht. Ja, nee, also ja, dann Equipment dann, wenn es soweit ist. Ja, René, wir müssen auch noch auf jeden Fall noch ein Video machen, irgendwann, wenn es mal passt. Das wäre richtig gut. Könnt ihr euch auch hier treffen? Auf den Perfekt, dann haben wir nicht den Struggle, dass es bei dir in der Garage nicht geht und du nach Hamburg kommen musst, sondern machen wir das hier. Ich würde sagen, Digga, das passt. Ich kann nicht sehen, wie viele Dings wir haben. Das war's schon, wir haben schon 22 Minuten. Ja, perfekt. Stabil. Stabil. Ja, das war die Folge Commons Gym XXL mit Pascal. Ich sag dir vielen, vielen Dank, Digga. Sehr viel Spaß gemacht hier. Und das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber ich sag's jetzt. Schreibt in die Kommentare, wer das nächste Mal mit dabei sein soll. Wir haben noch einige Kandidaten auf der Liste. Und auch nochmal für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Pascal nicht folgt, macht's auf jeden Fall. Lasst dem YouTube-Abo da. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. Das muss ich noch droppen.